Hallo, hier ist Schoki Banuki aus den Studios von Radio Rheinwelle. Ich bin der Christian und da draußen am Mikro ist der... Sashi, hallo Christian. Gude. Na? Du machst mir immer wieder Angst, wenn du dich so meldest. Warum? Aber schön. Ja, ich war schon. Besser als hallo, 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 hier ist Schoki Banuki. Wobei, das ist halt ein Klassiker, ne? Ja, aber... Ja. It's a classic. Ja? It's a classic. Oder wie Franz Beckenbauer sagt, we call it a Klassiker. We call it a Klassiker. Ja, genau. Ja. I think we have a grandiose Saison gespielt. What? Das hat Roman Weidenfeller mal gesagt. Hat er gesagt? I think we have a grandiose Saison gespielt. Das war direkt, nachdem sie Meister geworden sind. Er voll am Abfeiern, Reporterin auf dem Platz will ein Interview. Und dann kommt so ein Schrott bei raus. Was hat denn Lothar Matthäus nicht mal gesagt? Lothar Matthäus bei seiner Vorstellung bei den New York Metro Stars. Was hat er gesagt? Warte mal. My English is not so good, my German is better, but I'm lucky to be here and to win the soccer championships next year. Irgendwie so in der Richtung, so, ja. Dass du das so einfach aus der kalten Hose drauf hast, ist auch ein Ding. Ja, da gibt es auch ein YouTube-Video von, ist genial, genau. Es gibt auch das YouTube-Video, wo ja, glaube ich, für Al Jazeera oder sowas irgendwie von München aus ein Spiel übertragen sollte, also als Kommentator, und die haben ihm dann irgendwie abgesagt und er rastet voll aus. Am Tag. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, dass er voll am Austicken. You think you can play me, I'm not a child. Ja. Listen, my friend, I wanna explain you something, ja. Mit seinem Fränkisch-Englisch. So aber Child ist das richtige Stichwort. Ja. Ich habe faszinierende Nachrichten heute mitgebracht. Oh, okay. Und ein Standesamt in Kassel wollte für ein Kind, wollte für ein Kind den Namen Luzifer nicht stattgeben. Luzifer geht nicht. Luzifer geht nicht, genau. Das war verboten. Mhm. Ja. Es gibt aber andere Namen, die wirklich existieren. Okay. Sowas wie Hasso. Hasso geht? Hasso geht. Okay. Ja. Hasso, geil, wie der Hund. Okay. Ja, Leberecht gibt es auch. Leberecht, okay. Ja. Dietwald. Finde ich so geil, ehrlich. Egilov. Das war ein geiler Künstlername. Oder Franco Bert. Ich sagte da lieber Luzifer, ehrlich. Franco Bert. Franco Bert. Und wie hieß der andere nochmal davor? Ego? Was habe ich gesagt? Warte mal. Egilov. Ja. Guten Tag, mein Name ist Franco Bert Egilov. Das ist gut, klingt gut. Ja, vorne zu. Ja, aber es geil ist, also kannst du sicher sein, mit dem Vornamen ist deine E-Mail-Adresse noch frei. Egal bei welchem Anbieter. Ja, genau. Egal bei welchem Anbieter kriegst du mit solchen Namen bestimmt deine Wunsch-E-Mail-Adresse. Und die Domain auch. Ja. Wobei bei Lobgott weiß ich nicht so genau. Lobgott, ja. Es gibt ja auch den Vornamen Traugott. Traugott? Traugott, ja. Ja. Es gibt auch Innozenz. Ich habe mal gelesen, Pumuckl wurde auch abgelehnt, ne? Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja, genau. Aber ich lese jetzt nur die möglichen worden sind. Okay. Ja. Eustachius. Eustachius, sehr schön. Kannst du auch schön rufen. Eustachius. Eustachius komm, essen. Miracoli ist fertig. Genau. Eustachius. Eustachius. Ja. Oder cool finde ich Rambald. Rambald. Oh, Rambald kannst du auch geil brüllen. Rambald, komm rein! Du kleine Panzau! Rambald. Das, jetzt mal im Ernst, das ist erlaubt. Sind die Namen, die halt so... Ein männlicher Vorname. Dafür gegeben worden sind. Der Rambald. Der Rambald. Ja. Also musst du dir mal vorstellen, so ein kleines Baby, ja, ist auf dem Arm so. Genau. Und die Leute der Arzt fragt so, na, wie soll es denn, oder die Hebamme, wie soll es denn heißen? Rambald! Ja, du musst ja nicht schreien. Nein. Also du musst ja jetzt im Kreißsaal musst du ja nicht schreien. Heißt zwar Kreischsaal. Kreischsaal. Ja, deswegen wird es ja mit 3S geschrieben. Ach so, okay. Ist egal. beziehungsweise mit scharfem S und ach egal. Das ist der kleine Rambald. Genau, das ist der kleine Rambald. Mhm. Rambald. Oh. Rambald. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass Leute, also dass Eltern auch den Mut haben, sagen wir mal, unorthodoxen Weg zu gehen. Ich finde Makkabäus gut. Was ist das, eine Nusssorte, das? Ja, genau. Makkabäus.
Makkabäus, möchtest du etwas Macadamia-Nüsse haben? Ich bin so Nein, ich hätte heute gerne lieber Cashews. Ach, ich habe nur noch Pistazien da. Ich bin Scheiß. So ein Nussfan. Und da habe ich meinen Sohn einfach Makkabäus genannt. Makkabäus. Makkabäus, ja. Aber Lucifer ging nicht und Lucifer wurde abgelehnt, aber dann Lucian durfte man dann halt. Aber ist doch schön, guck mal, wenn du dann siehst, so in ein paar Jahren rufen Leute dann raus, wenn die Kinder reinkommen sollen, Makkabäus, Rambald, kommt ihr bitte rein? Abendessen ist fertig. Rambald ist richtig geil. Rambald und Macadamius. Aber wenn du Rambald heißt, bist du als Erwachsener, glaube ich, der Chef. Ja, gut. Da bist du eigentlich auf. Es gibt ja so Namen, da bist du. Ja? Ich kenn zum Beispiel eine Bäckerei Hunger. Ja, ja gibt es. Also, wenn du so heißt, musst du eine Bäckerei aufmachen. Ja. Der Rambald, der wird halt Puffvater. Ja. Ist das so? Was gibt es denn noch so coole Sachen? So mit Bordell Namen? Rambald. Rambald, ja. Das ist direkt neben der Bäckerei. Genau. Wart nicht so lang, sondern Rambald. Oh Gott. Das ist richtig schlecht. Nicht lang warten. Direkt rankommen. Direkt. Wie bei solchen Reifendings da, bei dem Wechsel, ne? Weißt du? Rein rauf, runter raus. Ne? Ja, genau. Rein rauf, runter raus. Ich weiß nicht mehr, welcher Anbieter das war, aber ich weiß noch den Slogan. Rein rauf, runter raus. Das ist bei dem Bordell Rambald der gleiche Slogan. Haben sie einfach übernommen. Haben sie das Plakat haben sie geklaut, haben dann einfach nur Bordell Rambald mit stark. Edding drüber geschrieben und das reicht. Das ist gut. Das gefällt mir. Ja. Wir werden mal recherchieren, glaube ich mal. Ich google mal, wie viele Leute Rambald heißen. Ich bin auch gespannt. Deswegen. Finde ich gut. Sascha, war super. Ich sag Cheerio. Ich sag Rambald, ne? Rambald. Bis dann, Sascha. Tschüss. Tschö.